Einige kleine Patienten der Kinderstation des Zehlendorfer Helios-Klinikums Emil von Behring werden Weihnachten nicht zu Hause feiern können. Der Verein Kinderschutzengel besucht die Zehlendorfer Kinderstation deshalb mit kleinen Überraschungen, offenen Ohren und Botschaftern des Vereins. Also die Kinderschutzengel, die tun ja das ganze Jahr Gutes, versuchen hinzugucken, nicht wegzugucken. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn hier Kinder liegen mit ihren Familien und jeder möchte gerne eigentlich nach Hause und da die Vorweihnachtszeit erleben. Deswegen ist es toll, dass die Kinderschutzengel heute hierher gekommen sind und wenigstens diesen Tag ein bisschen bunter und lustiger machen, damit das schneller vergeht. Über 300 Kinder werden von den Kinderschutzengeln in unterschiedlichen Krankenhäusern berlinweit besucht. Möglich ist diese Aktion nur dank Spenden. Doch die Ehrenamtlichen und Botschafter kommen nicht nur mit Geschenken zu den Kindern. Sie nehmen sich auch Zeit für Gespräche und bringen so Abwechslung in den vorweihnachtlichen Stationsalltag. Ein eindrucksvolles Erlebnis für die Kinder, aber auch für die prominenten Botschafter. Also in die Gesichter zu schauen, teilweise, und das Leid zu sehen, also da sind wir doch froh, wenn die Kinder lachen können und wenn die Eltern lachen können, weil wenn die Kinder glücklich sind, dann sind die Eltern auch glücklich. Wer die Arbeit der Kinderschutzengel finanziell unterstützen möchte, kann das unter anderem auch per SMS tun. Pro SMS werden 5 Euro abgebucht und dem Verein gespendet. So können Kinderaugen weiterhin zum Leuchten gebracht werden, auch nach Weihnachten.